ein Taxifahrer ist unterwegs, ja, mit einem Passagier hinten drin. Fährt, macht sein Ding, ist unterwegs, denkt an nichts Schlimmes, ja. Irgendwann tippt der Gast ihn hinten an auf die Schulter. Der Taxifahrer erschreckt sich, kommt von der Autobahn runter, das Auto dreht sich 10-mal um die eigene Achse und die kommen ganz kurz vor einem Baum zu stehen. Was ist das für ein Deutsch? Kommt ganz kurz vom Baum, bleibt der Wagen stehen, ja. Ganz kurz vom Unfall. Der Fahrer atmet aus, ist voll am Arsch, ja. Und es ist erstmal mucksmäuschenstill in diesem Auto. Auf einmal schreit der Taxifahrer irgendwann den Passagier dann hinten an, tun Sie das nie wieder, Sie haben mich zu Tode erschreckt. Sagt der Typ hinten, ich habe doch gar nichts gemacht, ich habe Sie nur angetippt. Sagt der Taxifahrer, ja ich weiß, aber ich habe bis gestern 25 Jahre als Leichenwagenfahrer gearbeitet. Und es war mein erster Fahrer, als Taxifahrer. Ein Typ geht zu einer Wahrsagerin, ja, und will einfach abchecken, was abgeht bei dem. Sagt die Wahrsagerin. Wie ich sehe, sind Sie Vater von 2 Kindern. Sagt der Typ, das denken Sie. Ich bin der Vater von 3 Kindern. Sagt die Wahrsagerin, das denken Sie. Ah, der braucht ein bisschen. Treffen sich 2 Freunde. Sagt der eine zum anderen, ey, ich habe letztens seine Frau gesehen. Sagt er, echt, wo denn? Sagt er, kennst du diese Bäckerei gegenüber dem Saunaclub? Sagt der Typ, ja, genau da war es, gegenüber der Bäckerei. Eine Frau geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mein Mann verprügelt mich immer. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, bitte helfen Sie mir. Sagt der Arzt, ich habe eine sehr gute Idee. Immer wenn Ihr Mann nach Hause kommt, nehmen Sie einen Schluck Kamillentee und gurgeln Sie. Circa 30 Minuten. Sagt die, wie bitte? Sagt der, ja, vertrauen Sie mir. Sie nehmen Kamillentee, trinken und gurgeln 30 Minuten lang, sobald jemand nach Hause kommt. Einfach so 30 Minuten durch. Nach 10 Tagen kommt die Frau wieder zum Arzt und sagt, ey, Herr Doktor, der Rat war fantastisch. Ja? Seitdem ich 30 Minuten gurgel, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, seitdem hat er mich nie wieder angefasst. Ja? Sagt der Arzt, sehen Sie, einfach mal die Fresse halten. Ein Pärchen ist im Restaurant am Essen. Ja, ein schönes Date. Irgendwann guckt der Mann die Alte an und sagt zu ihr, sag mir etwas, Baby, was mein Herz schneller rasen lässt. Sagt die Frau, ich glaube, deine Frau ist gerade reingekommen. Hey, hey! Ein Junge kommt vom Internat nach Hause, ja? Er ist jetzt mittlerweile auf dem Internat und kommt das erste freie Wochenende kommt er nach Hause. Sagt der Vater, also der Vater fragt den kleinen Jungen, ja, ist ja sein Sohn, er fragt ihn, ey, und wie ist das so im Internat? Sind die Lehrer nett? Ja, hast du schöne Zimmer genossen? Wie sind die Schüler? Sagt der Sohn, ey Papa, ich glaube mein Zimmergenosse ist schwul. Sagt der Vater, hä? Wie kommst du darauf? Sagt der Junge, immer wenn ich ihn küsse, schließt er seine Augen. Wie bekommt man 10 Elefanten in einen Bus, in einen blauen Bus? Ja? Tür auf, alle 10 Elefanten rein, Tür zu. Woher weiß man, dass 10 Elefanten im Kino sind? Am blauen Bus vorm Kino. Das macht gar keinen Sinn. Aber der ist einfach geil. Ein obdachloser, heroinsüchtiger Schwarzer, ja, sitzt unter der Brücke und will sich so einen Schuss wiedergeben. Der hat eh nichts zu tun, sein Leben macht einfach keinen Sinn mehr, ja. Kommt auf einmal eine wunderschöne Frau vorbei, wie Schneewittchen, pechschwarzes Haar, weiße Haut, rote Lippen. Ja, die sah aus, als wäre sie aus dem Märchen in unsere Welt gelangt. Ja. Also, sie läuft vorbei, sieht diesen armen Schwarzen, wie er sich so einen Schuss setzen will und denkt sich, boah, der Arme. Ja, sagt ihr auf einmal zu dem, ey, entschuldigen Sie, ich weiß auch nicht, warum sie den sieht. Ich meine, der Typ ist ein Penner, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sagt sie zu dem, ey, du bist so ein Schick, guck mal, jetzt duzt sie den auf einmal wieder. Geh mir einfach davon aus, dass ich den Witz verkackt habe. Auf jeden Fall duzt sie ihn und sagt, ey, du bist so ein schöner schwarzer Mann. Warum sitzt du dir an die Spritze? Komm doch einfach mit mir spazieren. Der Schwarze sagt zu ihr, wenn du mir 5 Euro gibst, mach ich das. Die Alte denkt sich, ey, ist der Panne? Ja, ich will ihm sein Leben retten und dann verlangt er noch 5 Euro. Hab ich aber heute einen schönen Tag, will ich nicht mal so sein. Hol die 5 Euro raus. So, und gibt es ihm.
Gib ihm diese 5 Euro. Ja? Der Schwarze steht. Der Schwarze steht auf, geht mit ihm spazieren. Ja? Irgendwann sagt das Mädchen, ja, die junge Dame, sagt dann irgendwann: Ey, du bist obdachlos. Ja? Hast wahrscheinlich das letzte Mal einen Stein gegessen. Ja? Ich will dir was zum Essen spendieren. Lass mal was essen gehen. Sagt der Schwarze: Ey, wenn du mir 5 Euro gibst, dann geh ich mit dir auch essen. Ne? Denkst du, Alter, ey, ist der krank? Ja, ich will dem helfen und er versucht mich hier abzuziehen. Will ich mal nicht so sein? Und Geld raus und zack, gibt die wieder 5 Euro. Gehen die essen. Ja? Irgendwann sagt die Frau zu ihm: Ey, das ist bestimmt. Wann hast du dich das letzte Mal gewaschen? Willst du mit zu mir? Kannst du duschen? Kannst dich frisch machen? Ich kann dir neue Klamotten geben. Ja? Dann siehst du mal wieder wie ein Mensch aus. Sagt der Schwarze: Ja, klar, wenn du mir 5 Euro gibst, komme ich mit. Und er denkt sich: Ey, der Typ ist an Dreistheit. Ja, und wie unhöflich der ist, aber egal. Will ich mal nicht so sein, gib dir 5 Euro. Der Schwarze kommt mit. Geht nach Hause. Ja, die gehen nach Hause. Als der Schwarze sich dann am Waschen ist und am Duschen ist, ja, und sich am Fresh machen ist, merkt auf einmal diese Dame, ja, der sieht eigentlich nicht verkehrt aus. Ja, der ist eigentlich ganz lecker, dieser Schokomann. Die sagt zu ihm: Komm mal mit ins Schlafzimmer. Sagt der Schwarze: Ja, wenn du mir 5 Euro gibst, komm ich mit. Die denkt sich: Ey, dieser Typ ist so krass. Gib die 5 Euro, beide verschwinden im Schlafzimmer. Auf einmal kommt der Ehemann von der Frau nach Hause, ja? Der kommt nach Hause, die Alte dreht voll am Rad. Sagt die: Ey, du musst dich im Schrank verstecken, bitte versteck dich im Schrank, ja? Mein Mann kommt gerade nach Hause. Der Schwarze versteckt sich im Schrank. Der Mann kommt rein, ja? Sieht seine Frau total nackt und total verschwitzt. Sagt er zu ihr: Wieso bist du nackt und verschwitzt? Du hast mich betrogen. Sagt die: Nein, ich schwöre, nein, ich hab dich nicht betrogen. Sagt er: Lüg nicht, ja? Sagt er: Ich reiße dir jetzt jedes Haar einzeln aus deinem Kopf raus, bis du die Wahrheit sagst. Sagt die: Oh nein, bitte nicht. Sagt er: Doch, mach ich. Und er reißt ihr jedes einzelne Haar raus. So plang, plang, plang. Die Frau stirbt vor Schmerzen. Irgendwann hat die einfach eine Glatze. Ja, als wäre die aus der Chemotherapie gekommen. Nur noch ein schwarzes Haar ist da. Ja, also die sah komplett aus wie ein Mutant. Die sah nicht mehr so schön aus wie früher, vorher. Ja, und der Ehemann versucht noch dieses, aber sie hat nicht geredet, ja. Sie hat sich nicht brechen lassen, ja. Der Ehemann versucht noch, dieses letzte schwarze Haar zu ziehen, ja? Er zieht, er zieht, er zieht und das schwarze Haar will einfach nicht rauskommen, ja? Irgendwann schreit er: Komm raus, du schwarzes Ding! Schreit der Schwarze aus dem Schrank: Wenn du mir 5 Euro gibst, jetzt komm ich raus.